Herzlich willkommen zu einem weiteren Glitch-Video zu Pokémon Smaragd. Ich wurde gefragt, ob man mit Glitches auch auf die Insel im Süden kommt, um Latios und Latias zu fangen. Deshalb hier das gewünschte Video dazu. Um beide Pokémon auf der Insel zu fangen, müssen wir dreimal die Boxnamen abändern. Aber alles dazu gleich. Zuerst benötigt ihr ein ungeschlüpftes Dekamark oder das bessere, stabile Glitch-Pokémon 4130, welches ich im letzten Video gezeigt habe. Alles dazu in der Infobox und der Beschreibung. Ebenfalls findet ihr da die Boxnamen. Wenn ihr die Boxnamen korrekt gemäß Schritt 1 abgeändert habt, müsst ihr nun das ungeschlüpfte Dekamark ausbrüten oder den Bericht von 4130 überprüfen. Danach gelangt ihr zum zuletzt besuchten Pokécenter, dabei spielt es keine Rolle, welches es ist. Geht dann hinauf in den ersten Stock und sprecht den Postboten an. Er übergibt euch das Geheimgeschenk, also das Aeon-Ticket. Danach ab zur Fähre. Als kleiner Hinweis, es wäre gut, wenn ihr einiges an Bällen mitnehmt oder einfach einen Meisterball nehmt. Den könnt ihr ja auch einfach im Kampfturm klonen. Falls ihr keinen Meisterball mehr habt, werde ich in den nächsten Tagen noch ein Video dazu hochladen, wie ihr euch jedes Item generieren könnt. Auf der Insel angekommen, am besten einfach abspeichern und entweder Latios oder Latias fangen. Welches Pokémon hier erscheint, hängt davon ab, welche Farbe ihr nach der Top 4 ausgewählt habt, als die Nachricht im TV erschienen ist. Denn das übereinstimmende Pokémon könnt ihr grundsätzlich im hohen Gras antreffen. Wenn ihr das Pokémon nun gefangen habt, geht's wieder zurück zum Pokécenter. Jetzt müsst ihr die Boxnamen gemäß Schritt 2 umbenennen. Danach brütet ihr wieder einen Dekamark aus oder überprüft den Bericht von 4130. Dadurch wird das Event der Insel wieder zurückgesetzt, also dass sich wieder ein Pokémon auf der Insel zum Begegnen befindet. Jetzt solltet ihr überprüfen, ob die Boxnamen korrekt waren. Dafür einfach zur Insel speichern und kontrollieren, ob das Pokémon wieder erscheint. Gut, war alles korrekt. Dann einfach resetten und zu einem Pokécenter gehen. Nun verwendet ihr die Boxnamen gemäß Schritt 3. Anhand dieser Boxnamen wird das Pokémon auf der Insel gewechselt. Bei mir erscheint also anschließend ein Latias. Nach dem Ausführen des Codes geht's ein drittes Mal zur Insel und ihr könnt euch das andere Pokémon fangen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.